herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Ja, und zwar, mich hat ein Paket erreicht heute und das möchte ich euch unbedingt zeigen. Ich habe schon reingeluschert kurz, weil ich es gar nicht ausgehalten habe und weil es auch ganz spannend ankam und ich gedacht habe, aber ja, ihr werdet überrascht sein. Ich freue mich auf jeden Fall, euch das vorzustellen. Und zwar habe ich hier einmal das Paket. Ja, ich habe auch mal bei DIY mal nach Zahlen bestellt. Für mich war das eine neue Firma, aber sie ist im Internet eigentlich ziemlich bekannt. Also wenn man mal nach Zahlen eingibt, dann kommt man direkt auch schon auf die Firma zu. Und was ich dann entdeckt habe, hat mich besonders überrascht. Und zwar hat die Firma Bilder mit Lizenzen. Das heißt, wenn ihr hier ein Bild bestellt bei der Firma, bekommen die Künstler auch etwas dafür. Das fand ich sehr, sehr sympathisch und das war mit auch der größte Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich bestelle dort. Es gibt ja so viele Firmen mit Malen nach Zahlen und ja, aber ich möchte gerne mal dort ausprobieren. Eins habe ich nicht bestellt, ich habe mehrere bestellt. Ja. Ich habe im Ganzen 4 Bilder bestellt und darum war ich ein bisschen überrascht. Hoffentlich kommt es auch einigermaßen gut an. Man muss dazu sagen, die Firma sitzt in der Niederlande, aber die Ware kommt aus China. Ich habe jetzt nichts irgendwie zolltechnisch irgendwas übernehmen müssen oder sonst was. Das kam alles an, hat ungefähr gebraucht. Ja, wann habe ich denn bestellt? Ich glaube, ich habe bestellt am so ungefähr 2 Wochen hat's glaube ich gebraucht. Gar nicht so lang, muss ich dazu sagen. Und ich freue mich jetzt umso mehr, das auszupacken. So. Ich mache einmal hier oben die Tüte auf. So. Dann kann man schon mal reinschauen. Und das hat mich total begeistert. Wir sehen mich hier so 2 hartplastig Rollen, wo die Bilder drin sind. Also einmal, ich denke, das sind jeweils 2 Bilder drin, weil ich habe ja 4 Bilder bestellt. Und zweimal. Das ist doch schon mal toll. Was sagt ihr dazu? Ich finde das richtig, richtig cool, weil so werden die nicht geknickt, bleiben schön glatt und man kann halt dann auch direkt anfangen zu malen, ne? Dann machen wir erstmal so ein Päckchen. Zweites Päckchen. Und wie gesagt, sind alles lizenzierte Bilder. Und dritte Bild. Ich habe insgesamt von 3 Künstlern bestellt. Ich habe einmal von Jojo Arts. Dann von Sarah Richter habe ich 2 und einmal noch von Farbenwelt. Farbenwelt heißt es, glaube ich. Ja, ihr seht schon mal so ein bisschen die Farben ungefähr. Hier haben wir so ein bisschen mintlastig, dunkelblau. Hier haben wir so rot und grün, hier haben wir mehr blau und brauntöne und hier haben wir auch vor allem dunkelblau, schwarz und brauntöne. Ja, ich würde sagen, wir machen es als erstes. Wir packen vielleicht als erstes mal die Leinwand aus, oder? Was sagt ihr dazu? Und dann schauen wir uns die passenden Farben zur Leinwand an. Ich denke mal, dass die Pinsel hier drin sind, weil in dem Paket war jetzt nichts mehr drin. Ich gehe mal davon aus, dass sie es vielleicht da reingemacht haben. So sieht es aus. Also schön aufgerollt, ne? Ich denke mal, da kleppert auf jeden Fall was. Das könnten die Aufhänger sein für die Bilder. Ja, seht da hinten, da unten, da ist was drin. Sehen wir schon. Dann würde ich sagen, mach mal einmal das. Oh, cool. Sogar unten mit gebrandet.
So, ja, wir haben hier zwei Bilder. Ah, hier kommen auch schon die Zettel dazu. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, dass das mit dabei ist. Ja. Also, da haben wir einmal, ja, und zweimal Pinsel. Wir haben hier ein Pinselset mit drei verschiedenen Pinseln. Einmal ganz breiten. Da können wir uns noch einmal ein Set anschauen. Wir schauen uns gleich mal eins an, wenn ich es schon in der Hand habe. Das sind eigentlich, glaube ich, so diese Pinselsets, die man so auch kennt. Ne? Wo oft dabei sind. Ja. Schön, aber dass es drei Stück sind, so kann man halt wirklich auch schmale und breite Flächen. Ja, müssen halt erstmal feucht gemacht werden, dann gehen die auch auseinander. Und hier haben wir noch eine Aufhängung, wenn wir es dann auf den Keilrahmen ziehen und dann aufhängen. Sehr schön. Ja, ich habe ja eigentlich auch Pinsel am Start, also zu Hause. Ich habe ein ganzes Set, glaube ich, mit 12 Pinseln waren da drin. Mit denen male ich auch gerne. Die hebe ich immer als noch so ein bisschen auf. Ja, und zwar haben wir, schauen wir uns das mal an, eine wirklich sehr schöne Leinwand. Gefällt mir richtig gut. Hinten haben wir Leinenstoff. Ihr sehen könnt. Genau, Farbenheldin, das war's. Genau, von der Farbenheldin 40x50. Und zwar habe ich hier das Sturmvilla, heißt das. Kennt ihr vielleicht? Ich lege das mal hier drauf, bis sich das ausgerollt hat. Was halt auch schön ist, man kann ja diese Leinwände auch ohne Probleme ja auch bügeln. Hier unten sehen wir auch malen. Hier ist nochmal die Adresse www.diy-malennachzahlen.de. Sie sind auf Facebook, auf Instagram und auf Pinterest. Und hier steht auch nochmal, ne, Farbenheldin. Wir können ja auch mal schauen, wie sind denn hier so die Zahlen aufgedruckt. Also hier... Das ist schon sehr, sehr klein. Hier die 2. Man kann es aber lesen. Und zur Not haben wir, also ich weiß nicht, was mir auffällt, hier diese kleinen Felder sind so ein bisschen blass gedruckt. Hier wie auch die 20, wie ihr sehen könnt. Aber ich denke, das kann man trotzdem sehr gut lesen. Und falls man halt doch da irgendwie drüber malt, hat man ja auch nochmal... Hier, das können wir uns gleich mal anschauen dazu. Also haben wir hier einmal. Hier haben wir einmal, was ist enthalten? Hier steht es auch, vorgedruckte, nummerierte, 100% fein gewebte Leinenleinwand. Nummeriertes Farbset auf Acrylbasis, hochpigmentierte Lösung. Kein Mischen erforderlich. Also es gibt ja manche, die dann dieses... Dings noch reinmischen. Das habe ich auch. Ich finde es gerade nicht. Es gibt ja noch so eine Lösung, die man, ich weiß nicht gerade genau, Flusen. Mir fällt es gerade nicht ein. Ungiftig und umweltverträglich, sicher für Kinder und Schwangerschaft. Das ist doch toll, ja, super. Set mit dreimal Nylonpinsel, einmal klein, einmal mittel, einmal groß. Referenzfarbe, Aufhängeset inklusive 2 Schrauben und 2 Haken. Und hier steht noch, bevor sie beginnen, also wie man es dann macht, ne? Wie malt man mal nach Zahlen? Alles beschrieben, finde ich super. Dann haben wir hier noch eine kleine Broschüre.
Hier habe ich einen Gutschein für 20% auf meinen nächsten Einkauf. Das ist natürlich toll. 20% ist eine schöne Sache, ne? Ich glaube, ich habe sogar auch gespart. Ich glaube, ich habe auch einen 20% Coupon benutzt, als ich bestellt habe. Ich glaube, die hatten nicht eine Aktion. Ich glaube, ich hatte auch einen bestellt. Und hier haben wir noch mal das Kontrollblatt. Da können wir dann noch mal nachschauen, falls wir irgendwo drüber gemalt haben. Das finde ich immer gut, wenn das dabei ist. Und dann würde ich sagen, wir suchen uns mal die passenden Farben hier zu diesem Bild raus. Das ist das hier. Und zwar haben wir hier das Bild. Das ist die Sturmvilla. Holen wir mal den Zettel. Ah ja, hier sind noch Sticker. Und das ist auch auf einer Leinwand. Ne, seht ihr? Draufgedruckt. Wir empfehlen, die Farbanleitung zu befolgen und jedes Farbtöpfchen mit einem zugehörigen Aufkleber zu versehen von 1 bis 24. Wir haben hier 18 Farben. Nee, alles im An sind nee, das sind andere, da sind Nummern dran. Ach, das ist, ich sehe gerade, wahrscheinlich haben die eine große Farbpalette. Und das hier ist immer die 2 wahrscheinlich. Wir können noch einmal schauen, ob sich da was deckt. Das heißt, hier sind 36 drauf. Ich denke mal, dass sie maximal Farben haben bis 36. Und dann muss ich jetzt hier nur gut aufpassen, dass ich die Farbtöpfchen. Schauen wir mal, was ist das da hier? Die 139. Das 193, Entschuldigung. 193 auch hier oben. Ein Stück, ein Döschen. Und da muss ich jetzt die 2 draufkleben, dann hier oben, ne? Und auf meinem Feld ist es auch die 2. Okay. Muss man gut aufpassen. Ich habe jetzt, wollte es gerade schauen, ah, 20 Farben, 18 Farben. Nee, sind alles unterschiedliche. Wir können aber mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 27 Farben haben wir hier. Und auch hier unten steht es auch nochmal drauf. Farbenheldin. Ne? Sehr schön. Wir können ja mal hier mal auch ein Töpfchen mal aufmachen und mal gucken, ob die auch schon, wie die sind von der Konsistenz her. Auf jeden Fall cremig. Ich bin gespannt, wie sie es malen lässt damit. Aber steht ja dran, man braucht nicht nichts reinmischen. Also werde ich das auch so machen, wie die es empfehlen. Was ich eigentlich gar nicht schlecht finde, dass die alle einzeln sind. Ah, hier haben wir 2 Töpfchen von einer Farbe noch. Ne? Die sind dann aneinander. Finde ich aber nicht schlecht, wenn die einzeln sind, weil man dann das einzeln so in die Hand nehmen kann und nicht immer eine ganze Reihe in die Hand nehmen muss zum Malen, ne? Dann kann man sich wirklich nur das eine Töpfchen herholen. Ich will auch jetzt mal bei dem Bild mal vielleicht eins der Bilder auch mal so vorgehen, dass ich mal wirklich Farbe nach Farbe mal. Ich habe ja jetzt gerade im Moment male ich an einem Schipperbild am Drachen. Und da male ich jetzt gerade flächenmäßig. Ich probiere alles mal aus und gucke mal, mit welcher Methode ich am besten zurechtkomme. Ja, sehen aber schön aus, ne? Die Farben. Gefällt mir sehr gut. Machen wir das wieder hier rein. Auch kompakt zusammengepackt hier. Doch,
was mir besonders gefällt, sind wirklich, dass die Leinwände hier in dieser Rolle kommen. Und ihr seht, es sind halt schon richtig schön glatt. Ich brauche es eigentlich nur noch oben und unten festkleben und kann eigentlich direkt loslegen. Ne? Also, dann haben wir das Bild schon mal angeschaut. Und jetzt kommt eins. Uiuiui, da haben wir sehr viel kleines Kleinzeug zum Malen. Und zwar ist das ein Bild von Sarah Richter. Und zwar heißt es Bedtime. Das ist so ein Teddybär hier. Und hier ist so eine Fledermaus, die mit dem Teddybär kuschelt. Und ich glaube, das ist auch gleich das Bild hier oben. Ja. Das ist das Originalbild. Beziehungsweise, nee, so sieht es mal nach Zahlen dann aus. Seht ihr, im Hintergrund sieht man es, wie es mal nach Zahlen aussieht. Ja. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 27 Farben. Das ist auch sehr schön, ne? Und auch hier haben wir wieder eine richtig schöne Sache. Wir können ja mal ein bisschen rangehen und mal gucken. Aber ich denke, auch hier ist es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, die Zahlen sind irgendwie außerhalb gedruckt oder so. Aber klar, hier hat man halt im Teddy von dem Fell doch viel Flausch. Ne? Also viel so Kleinzeugs zum Malen. Aber auch große Felder haben wir hier, ne? Mit im Hintergrund. Aber auch das ist echt super cute. Von Sarah Richter habe ich ja auch ein paar Diamond Painting Bilder. Und ja, auch hier haben wir wieder unsere Sticker mit drin, ne? Unsere Döschen. Mega schön. Mega, mega schön. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr. Dann haben wir die zwei Bilder angeschaut und schauen wir uns noch die anderen beiden an, würde ich sagen. So, ich füge das mal ein. Das hoffentlich wieder in die Rolle zurückbekommen. Das mache ich, glaube ich, in Ruhe. Und dann schauen wir uns die anderen zwei an. Ein bisschen schmutzig. Aber das ist ja nicht so schlimm. Und auch hier wieder das gleiche Prozedere. Hier haben wir wieder unsere zwei Pinselsätze. Da haben wir jetzt genug Pinsel am Start. Hier haben wir wieder unsere Vorschaubilder und unsere Erklärung. Dann haben wir hier was richtig rum, nee, falsch rum. Alle Bilder sind 40x50, die ich hier bestellt habe. Ich habe jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube, die waren alle irgendwie 40x50. Ja, und hier haben wir das zweite Bild schon von der Sarah Richter. Kennt ihr schon, was es ist? Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr größere Flächen zu malen. Zwar zwischendrin auch mal ein bisschen was Kleines, aber doch ein bisschen mehr größere Flächen, ne? Es ist ein Weihnachtsbild. Und das fand ich irgendwie so cool. Und darum musste ich es auch einfach haben. Und zwar dieses hier. Das heißt Christmas Dragons. Wir holen das mal raus.
finde es so schön, dass es hier auch so auf so einer Leinwand drauf ist. Hier unten steht's Christmas Dragons. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24 Farben. Und wisst ihr, was mir hier auch auffällt? Wir haben hier das mit 1, 2, 3, 4, also komplett chronologisch durchnummeriert. Ist ja lustig. Wie war es denn jetzt hier? Hier war es nicht so. Aber bei dem hier, das ist ja lustig. Okay, ja, macht ja nichts, ne? Also im Prinzip ist es mir egal. Ich mache das so, wie ich beklebe meine Döschen so, wie es da hier drauf steht. Ob es jetzt chronologisch ist oder nicht. Daher, ja, mega cool. Ja. Gefällt mir auch. Mir gefällt es richtig in diesen Beutelchen. Und man sieht von außen gleich, was drin ist. Normalerweise habe ich auch diese C6 kleinen Dokumententaschen, wo ich das auch gerne drin aufbewahre. Die eignen sich auch sehr, sehr gut für solche Malen nach Zahlensets. Ja, dann haben wir das Bild. Und dann kommen wir zum letzten. Ich habe das Bild schon als Diamond Painting gemacht und musste es einfach nochmal haben als Mal nach Zahlen. Und ja, da haben wir das schöne Bild. Und zwar heißt das Alice into Wonderland. Steht hier zwar nicht drauf, aber ich weiß, dass das Bild so heißt. Und zwar ist das von Jojo Arts. Ja. Mega schönes Bild. Und ich finde es so, so toll. Hier ist es tatsächlich auch chronologisch. Ist ja lustig. Hier haben wir es auch. Seht ihr wieder? Die Zahlen chronologischer Reihenfolge. Und hier haben wir 28 Farben. Hier steht es auf Englisch drauf. Warum auch immer, aber macht ja nichts. In Malen nach Zahlen sieht es auch echt schön aus, oder? Was sagt ihr dazu? Gefällt mir auch richtig gut. Super, super schön. Die Schrift natürlich hier auf den Schildern. Da bin ich mal gespannt, inwiefern, wie gut es da rauskommt. Ah ja, wohl, hier steht ja, hier kann man es sogar lesen, this way. Ich zeig's euch mal von nahen. This way, left, und hier right, hier und hier. there und hier. Sehr schön. Und hier haben wir mal noch was ganz anderes. Und zwar haben wir hier, seht ihr das? Unterschiedlich farblich, unterschiedliche Ränder. Ist ja auch interessant. Es kommt alles von einer Firma, aber dass er es anders da produziert. Ne? Das ist hier mit blauen Feldern. Vielleicht, dass man halt das auch besser erkennt beim Malen, welches Feld blau wird und welches da nicht blau wird. Richtig, richtig cool. Gefällt mir mega, mega gut. Und das ist auch schon sehr detailliert. Ne? Da haben wir zwar auch zwischendrin größere Felder, aber doch auch sehr kleine. Viel, auch viel so Kleinzeugs, ne? Wenn ihr das so seht hier. Aber das stört mich nicht. Also ich mag auch gerne kleine Felderchen zum Malen. Da habe ich gar keine Schmerzen mit. Sehr schön. Also ich denke, ich habe hier eine schöne Mischung. Ein Bild hat um die 25 Euro gekostet. Finde ich auch völlig in Ordnung. Kann man gar nichts sagen, finde ich. Für 40 mal 50. Mir reicht es auch tatsächlich von der Größe. Was will ich so ein Riesenbild malen?
wo du kaum über den Tisch strecken kannst. Aber wie gesagt, ich brauche jetzt eigentlich hier nur Klebeband unten dran machen. Ich denke mal, die ist bestimmt zum Einschneiden, wenn man das aufspannt auf eine Leinwand. So geht es dann rund hinten, denke ich mal, weil hier, das ist wahrscheinlich die Kante, ne, die vom Holz. Das sind so Hilfslinien zum Einschneiden, kann ich mir vorstellen. Habt ihr vielleicht schon mal von der Firma bestellt? Und wie wart ihr zufrieden damit? Hat es euch gefallen? Wie waren die Farben? Habt ihr eine gute Deckkraft gehabt? Hat alles gereicht? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Schreibt es gerne mal unten in die in die Kommentare rein. Da würde ich mich sehr, sehr freuen drüber. Und ich würde sagen, wenn ich nehme euch auch mal ein Bild mit und dann malen wir ein bisschen zusammen ein Bild, ein bisschen im Timelapse und ein bisschen in Real. Und dann schauen wir uns mal die Qualität so ein bisschen an. Ne? Also dann nehme ich euch auf jeden Fall nochmal mit. Ihr dürft in nächster Zeit auf jeden Fall noch mehr Content zum Malen nach Zahlen hier auf dem Kanal finden. Ne? In diesem Sinn wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Woche, falls ihr das Video direkt heute anschaut. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr zum nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.